Spiele auf sehr, sehr hohem Niveau. Hier hat sich keiner was geschenkt. Überragendes Event, extremer Charme. Und wenn man es dann natürlich schafft, ins Final Four vorzurücken und sich dann sportlich durchzusetzen, mehr geht nicht. Bombenwetter, Bombenstimmung, Superfans waren dabei. Wirklich, es hat mega Spaß gemacht, hier zu spielen. Vor allem die Plätze sind halt 1A. Von allen Mannschaften spielerisch eine tolle Leistung hier in Malente. Das Teilnehmerfeld im Flens Cup setzt sich aus den Meistern der einzelnen Staffeln zusammen. Es ist quasi die Champions League des Amateurfußballs hier in Schleswig-Holstein. Und heute ist das Final Four. Wir unterstützen den SAV jetzt seit 2014. Es war uns immer wichtig, etwas zu finden, was den gesamten Fußball in Schleswig-Holstein unterstützt, weil wir sind halt das Bier des Nordens. Wir möchten gerne den ganzen Norden unterstützen und fanden es halt immer nicht so charmant, halt einzelne Vereine rauszupicken. Ja, was so ein bisschen als Fußballabenteuer angefangen hat, hat eigentlich wie ein richtiges Fußballmärchen aufgehört. Kannst dir ja nicht vorstellen, wir spielen B-Klasse und haben Gegner, die 3, 4, sogar 5 Ligen über uns spielen. Und am Ende setzen wir uns durch. Kannst du niemandem erzählen. Also für uns war es eine mega Erfahrung, heute hier pfeifen zu dürfen. Es sind gute Mannschaften dabei gewesen, waren auch teilweise sehr gefordert in den Spielen und hat sehr viel Spaß gebracht auf jeden Fall. Hat alles gut geklappt, der SHV hat das auch sehr gut organisiert. Als wir wussten, dass wir das Finale gewonnen haben, fiel uns auf jeden Fall ein Stein von Herzen. Und auf der Siegerehrung haben wir das auch nochmal genutzt, dass wir auf dem Podest die Stimmung rauslassen können. Und es war einfach nur eine grandiose Stimmung im Team. Wir sind mehr als dankbar, dass wir hier überhaupt teilnehmen durften. Die Bierkisten davor, die letzten Spiele, die Siege, die wir geholt haben, haben wir auch gerne angenommen. Und es hat mega Spaß gemacht und nochmal vielen Dank an den SHV und an den Flens Cup. Bombenstimmung bis zum Schluss, auch bei der Siegerehrung ganz klar zu sehen, dass beide Siegermannschaften auf dem Podest gemeinsam gefeiert haben. Die Preisgelder sind verteilt. Die Sieger sehen wir in Flensburg noch mal wieder zur Besichtigung. Auch das ist etwas, was uns immer sehr am Herzen liegt. Es gibt Preisgelder natürlich, es gibt Bier, es gibt einen Pokal als Andenken. Wir als Flensburger Brauerei sind hochzufrieden.